Und es ist so, dass Italien wie auch einige andere Mitgliedstaaten die Rücküberstellungen nach den Dublin-Verfahren im Moment oder seit einiger Zeit schon nicht annehmen. Von über 12.400 Übernahmeersuchen an Italien in diesem Jahr bis Ende August sind bislang 10 Überstellungen erfolgt. Deswegen haben wir gesagt, im Moment erfolgt keine weitere Interviewmission, also dass wir Teams nach Italien schicken, um da Interviews zu führen und Übernahmen im Rahmen des freiwilligen Solidaritätsmechanismus vorzubereiten. Das ist vorübergehend ausgesetzt, weil eben auf der anderen Seite diese viele Dublin-Rücküberstellungen derzeit nicht erfolgen. 400 Übernahmeersuchen an Italien in diesem Jahr bis Ende August. Da ist es ja sicher wichtig zu sagen, dass natürlich alle EU-Staaten im europäischen Recht auch verpflichtet sind, ihren Verpflichtungen nachkommen müssen. Deutschland kommt denen nach und sobald sich da ein anderer Zustand ergibt, werden wir selbstverständlich auch über den Solidaritätsmechanismus weitere Schutzsuchende auch aus Italien aufnehmen. Machen. Lassen Sie mich natürlich einmal vorab sagen, dass die vorliegenden Informationen, Sie haben ja die Bilder gesehen aus den Regionen da zwischen Benghazi und Tobruk, natürlich dramatisch sind. Die Außenministerin hat sich ja gestern auch schon dazu eingelassen. Also ganz konkret läuft jetzt vor Ort die Bedarfsanalyse. Es ist ja ganz wichtig in solchen Fällen, dass wir rasch handeln, aber vor allen Dingen auch koordiniert. Zu den konkreten Hilfen des THW, die angeboten wurden und jetzt auch angenommen worden sind. Das ist ein Hilfspaket im Wert von 500.000 Euro, vom AA finanziert, aus Decken, Schlafsäcken, Isomatten, Zelten, Wasserfiltern und Stromerzeugern. Und diese Hilfsgüter wurden jetzt zusammengestellt und sollen jetzt per Luftfracht auf schnellstem Weg dorthin gebracht werden. Also auch unsere Anteilnahme an Verletzten und den Hinterbliebenen von Vermissten und Toten. Wir schauen auch, dass wir jetzt unmittelbar den Menschen vor Ort helfen, vor allem, dass sie das Nötigste bekommen und ein Dach über den Kopf bekommen. Dafür haben wir zusätzlich zur bestehenden Unterstützung für den Wiederaufbau Libyens jetzt kurzfristig 4 Millionen Euro bereitgestellt.